So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir waren letztens wieder einkaufen, da haben wir was gesehen in der Werbung. Dr. Oetker, Intermezzo, kennt ihr das? Da gab es eine besondere Sorte, die wohl richtig scharf sein soll und brutal aussah, beziehungsweise sah es köstlich aus. Ich glaube, ich habe noch nie Intermezzo gehabt, habe mir auch gedacht, weil Intermezzo ist halt nur so ein kleines Ding. Das lohnt sich gar nicht, weil es eh in der Werbung war. Nimmst du einfach zwei mit, nämlich als Standard einfach mal ein Dr. Oetker Intermezzo Salami Calabrese. Das ist das zum Einstieg, dass wir einfach zwei Stück haben und auf dem Backblech auch ordentlich was drauf ist. Das ist aber nicht das, um was es geht. Es geht nämlich um diese Special Edition Dr. Oetker Intermezzo Hot Chili mit Pepperoni Salami würzig scharf. Und das sah cool aus, eine Special Edition Intermezzo Hot Chili. Ihr wisst, ich esse gern scharf, alles wo heiß draufsteht oder scharf, da muss ich gleich mal ran, muss gleich mal gucken. Wenn das trotzdem nicht scharf genug ist, weil wir ja am Kochen sind hier, haben wir natürlich wieder ein bisschen Tabasco dabei, weil nichts passt besser zu Pizza als Tabasco. Ich bin jetzt schon wieder am Tabasco-Soßen-Set dran, wo diese fünf verschiedenen Sorten sind. Die erste und zweite Stufe sind leer. Das ist die Mitte, das ist die dritte Stufe, das ist das normale, rote, gewöhnliche, was ihr vielleicht kennt. Jetzt wollen wir das Ganze aber mal auspacken. Achso, fürs Thumbnail müssen wir dann die zwei Dinger hier reinhalten, aber auf dem Teller, wenn das alles fertig ist, dass man das sieht in der Special Edition. Normal Salami Calabrese. Ich weiß nicht genau, was ist Calabrese? Salami ist Salami. Was bedeutet dann Calabrese-Style? Ist das eine bestimmte Salami oder ist dazu noch anderes Zeug? Guck mal, wenn du das auspackst, das ist halt wirklich nichts. Das lohnt sich absolut nicht, das alleine auf dem Pizzablech zu machen. Hat auch schön gefrierbraten, lag nämlich jetzt bestimmt 3 Jahre im Gefrierding. Gefrierschrank, genau. Wenn wir das andere auspacken, sehen wir schon, da sind noch ganz kleine Salami-Stückchen drauf und eben ganz viel gelbe Chilis, gelbe irgendwas. Machen wir mal hier den Müll aus der Tüte, der muss auch raus, da darf nichts drin bleiben. So, das sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Wir legen es beides mal auf den Teller, wir können es euch auch beides gleich nochmal hier so zeigen, da seht ihr den Unterschied. Hier ist er rot, da ist er gelb, hier ist er groß, da ist er klein. Das hauen wir mal in den Ofen und dann bin ich mal gespannt. Schmeckt das trotzdem fast nur einfach wie Salami? Oder merkst du die Würze? Ist das brutal? Oder muss da noch was ran? Wir werden es gleich rausfinden. Adi Schatz, alles Gute. Ist auch was. Moment. So, die Intermezzo sind fertig, sind jetzt hier auf dem Teller. Sind fertig wie Naturin sein Kopf. Ihr würdet jetzt wieder sagen, hä, das ist doch noch halb roh, das muss doch noch mal rein. Sieht doch richtig komisch aus mit dem Teller so. Ich weiß noch nicht, wie wir das mit dem Thumbnail machen. Eigentlich müsstest du diese eine Pappe nehmen, neben dich halten und das so zeigen. Aber wir haben ja trotzdem zwei drauf. Also halten wir halt zwei Pappen neben uns und zeigen das so, aber trotzdem, dass das Gelbe da im Vordergrund ist. So, das ist immer ein bisschen mit dem Licht hier, dass man den Karton auch kurz sieht. Wir wollen jetzt mal anfangen mit dem ganz normalen Salami Calabrese. Da steht drauf Pizza, Brot belegt mit Käse und Calabrese Salami tiefgefroren. Das ist dieser Humpen, wo ich gleich sage, warum ist da so fetter Teig? Da bin ich ja schon wieder richtig abgeneigt. Aber es ist ja Pizzabrot. So, Pizzabrot, okay. Wir beißen aber einfach mal hier rein, direkt wo die Salami hängt. Gucken mal, wie es schmeckt. Okay, da habe ich direkt ein was Positives und ein was Negatives. Ich dachte, der Teig ist so fett, der ist bestimmt jetzt mega trocken und einfach nur berstig. Aber du beißt rein und es ist irgendwie teilweise knusprig, aber auch gleichzeitig weich und feucht. Also es ist nicht zu trocken, du kannst es gut essen, gut abbeißen. Das ist gerade richtig toll, das überrascht mich positiv, aber
Jetzt weiß ich wieder, Calabrese, immer wenn Calabrese draufsteht, Calabrese-Salami, da hat die irgendwie so einen süßlichen Geschmack auch. Jetzt dachte ich, das liegt an mir. Aha, gestern Döner gegessen, Dönerfleisch. Boah, was ist das? Warum ist das Fleisch so süß? Das kenne ich aber. Also das war schon immer so, genau bei der Salami, dass das irgendwie so einen süßlichen Touch hat. Wir beißen nochmal ab, wo keine Salami ist. Also finde ich gut, du merkst auch schön die Zwiebelstückchen, die sind präsent, die sind da, du hast diese ganze Paprika, die wirkt auch irgendwie trotzdem noch frisch, wie frisch geschnitten, bisschen saftig sogar, man glaubt es kaum. Wir können uns jetzt aber mal kurz ein bisschen Tabasco drauf machen, ist das schlau oder macht man das erst am Ende? So, hauen uns jetzt mal hier Tabasco drauf, eine Kombination der Calabrese, süß mit Tabasco. Also das passt dazu, das ist jetzt wieder interessant, weil du jetzt diese Essignote vom Tabasco hast, du hast diese leichte Schärfe und trotzdem irgendwie einen süßlichen Touch dabei, mega interessant und ich bin wie gesagt positiv überrascht, dass das jetzt irgendwie, naja, nicht so trocken ist, für zwischendurch so als Snack einfach richtig genial. Ich glaube, ich habe noch nie Intermezzo gehabt, das erste Mal Intermezzo und ich finde es genial. Kommen wir jetzt mal zum anderen. Hier habe ich auch nochmal drauf geguckt. Hier steht Pizzabrot belegt mit scharfer Tomatensoße. Da ist also schon die Soße scharf. Peperoni-Salami und Mozzarella. So, da bin ich jetzt gespannt. Wo beißt man da rein? Wir machen auch mal hier einen Rand, wo da die Salami rumfliegt. Und auch hier, du beißt rein und beim Reinbeißen ist das irgendwie knusprig. Es ist so ein Crunchy-Effekt beim Reinbeißen. Es ist aber schön saftig, es ist fruchtig mit der Tomatensoße, mit den auch Paprikastückchen drauf, die vielen kleinen Salami, Peperoni-Salam-Stückchen. Und geschmacklich finde ich es auf jeden Fall besser als das Calabrese, weil hier ist das Süßliche nicht da. Hier ist es fruchtig. Und lecker und würzig. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt von dem Tabasco kommt, das weiß ich nicht, das ist ein bisschen doof gelaufen, dass ich das jetzt erst drauf gemacht habe. Ich hätte beide so probieren müssen und dann da. Aber ich merke schon, also das andere ist okay, ist mir der Geschmack aber ein bisschen zu eigen. Hier bei dem, das ist der optimale Snack für zwischendurch. Und genau das Problem, wenn das eine Special Edition ist, das heißt, die haben die jetzt mal kurz, dann haben die nicht mehr und dann ist es vorbei. Und das habe ich aus dem Kaufland. So, wir beißen uns noch mal ein bisschen hier durch. So, und wenn ich so gucke, das sieht halt auch einfach genial aus. Diese ganzen kleinen Peperoni-Salami-Stückchen, die hier aufeinander liegen, schräg aneinander rumhängen, sich alle so versammeln. Dann machen wir jetzt auch mal hier Tabasco drauf. Auf die Ecke ein bisschen. Also ich habe schon Pizza gegessen, die war deutlich schlechter. Ich muss sagen, ich werde mal gucken, was es noch so für Sorten in der Mezzo gibt, die mir mal privat kaufen, privat mal probieren, Speisen für zwischendurch. Jetzt habe ich eine letzte lustige Idee, wir packen das einfach zusammen, haben dann unseren Intermezzo Burger, beißen da mal rein. Da tropft es jetzt raus und du hast auch wieder die Calabrese präsent da. Das heißt, auch hier nochmal Tabasco drauf. So, dann tropft es gleich noch mehr raus, aber was anderes. Schon ist der Calabrese-Geschmack weg, das Tabasco hat die Oberhand gewonnen, aber ist trotzdem saulecker. Ich werde mir das auch schmecken lassen. Wenn ihr das schon mal gesehen habt, Special Edition Hot Chili in der Mezzo Dr. Oetker, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So.